Yo, hey Leute, herzlich willkommen bei DSO. Ihr werdet es nicht glauben, aber es hat Ewigkeiten gedauert, die 100 Cubes voll zu kriegen. Ohne Witz, ich war 5 Cubes davor, hab dann 4, 5, 6 mal den Death-Kreis in Q1 gemacht. Dann auch, da ist nichts gedroppt, 0 Cubes, so. Dann halt zweimal Grimmack gemacht, ja, natürlich da 2 Cubes. Da habe ich mir gedacht, nochmal dreimal Death-Kreis, wieder nichts gedroppt, so. Dann bin ich einmal Heredur gegangen, selbst Heredur hat mir keinen Cube gedroppt. Dann habe ich gedacht, scheiße, was machst du denn jetzt? Gehst du jetzt einfach mal Feenholz farmen? Und auch dort den ersten One nur ein Cube gedroppt und im zweiten One dann 3 Stück. Da ist dann langsam die Dropprate wieder hochgegangen. Keine Ahnung, was da los war mit den Cubes, also pff. Es war auf jeden Fall sehr mysteriös. Ja, Crafting 2.0, habe schon angefangen, ein paar Sachen zu sammeln. Also einerseits erhöhter Schaden, dann Crit drauf, erhöht Leben, auch Crit drauf. Dann aber auch welche, die mit Crit Schaden drauf sind. Leben und Rüstung. Sowie halt hier erhöhter Schaden und hier Crit auf dem Ring drauf und Crit auf Waffenzieher. Also habe ich schon mal begonnen, so von klein auf Sachen zusammen zu craften und zurück zu craften. Und dementsprechend ist mein Inventar beschränkt, aber wir fangen natürlich trotzdem wie gewohnt an und klicken so lange, bis es nicht mehr geht. Das dürfte gleich der Fall sein. So. Und dann gucken wir überraschungsmäßig, was da so dabei ist. Natürlich wieder ein kleines bisschen durchschauen, weil da ja trotzdem hohe Werte dabei sein können. Und das sind dann halt so die Sachen, also wenn ich jetzt hier entdecke, okay, 3 Sachen oder 4 Sachen miteinander kombiniert, das könnte was Gutes werden. Werde ich das natürlich tun. Zum Beispiel hier mit 510 Crit, das wäre auch so eine Sache, welche man sich aufheben würde. Nochmal eine Axt, okay. Okay. So, jetzt geht's halt schon mal los. Was sortiert man jetzt aus? Also ich sortiere ja sowieso meistens erstmal so die Sachen aus, die mich nicht interessieren. Wie zum Beispiel, haben wir jetzt gar nicht viel dabei, Schultern, Helme, ah doch, geht schon. So, die sortiere ich erstmal grundsätzlich aus und dann müssen wir halt weiter gucken. Jetzt ist halt noch mehr, also hier ist erhöhter Schaden drauf. Der Ring ist schon mal schlecht. Das ist ein relativ gute Speed drauf, aber halt in 2 Werten. Aber einer davon ist eben hoch. Normalerweise fängt man halt echt von klein an, weil das bringt ein bisschen mehr. Weil dann ab einem bestimmten Bereich werden ja immer nur dieselben Sachen vererbt. Also hier so eine Sache, die dreimal dasselbe drauf hat, ist extrem viel wert. So. Ich will einfach mal das aussortieren, was wirklich so komplett blöd ist. Das ist halt auch so eine Sache. Ich möchte ja nicht nur einen Stiefel haben mit nur Leben, deswegen scheidet der auch aus. Und hier ist halt auch nur einmal wenig erhöhter Schaden drauf, deswegen tue ich das auch mal weg. So. Da werden die Cube-Openings doch etwas länger auf jeden Fall. Weil man jetzt mehr schauen muss, was nimmt man, was kann man benutzen und was ist totaler Blödsinn. So.
Dann ist halt gleich noch die nächste Sache mit diesen ganzen Items hier. Ich mache jetzt einfach erstmal weiter die Cubes auf. Dann können wir nämlich zuletzt mal gucken, was wir zusammen craften. Und vor allem können die Leute, die dann nur an den Cubes interessiert waren, auch schon eher abschalten. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, hat die Werte drauf, die man zumindest haben möchte. Also wird auf jeden Fall was davon weitervererbt. Und deshalb ist das Item dann relativ angesagt. Hier hat man nochmal was mit Speed. Der ist zum Beispiel auch nice, weil der hat nur Waffenschaden drauf. Das bedeutet, damit könnte man sich so eine Sache hochpushen. Hier hätten wir nochmal welche, die nur Speed drauf haben. Hier haben wir ein Siegel mit nur Crit. Zwar wenig, aber okay. Okay, gut, dann geht's mal wieder ans Einklüfen. Das ist halt auch so eine Sache. Hier ist Schaden, also es sind drei Werte drauf, die man schon mit haben möchte, deswegen tue ich die auch mal vor. Und der Rest war Blödsinn. Zack. Ja, also jetzt muss man auf jeden Fall mehr aussortieren. Das ist schon... Mensch, ich denke jedes Mal hier, weil das fast auf gleicher Höhe ist, aber ich brauche das Inventar offen vielleicht. So. Na dann. Können wir erstmal wieder ein paar Steine zusammencraften. Das machen wir mal als erstes, um das Inventar etwas zu lüften. So. Hab nämlich vorhin schon mal Steine zusammengecraftet, alle die ich so hatte, an die 200 Stück. Da sind auch wieder nette Sachen dabei rausgekommen. Jetzt müssen wir uns aber doch noch ein paar Sachen oder Steine zu Hilfe ziehen, die ich noch so übrig habe. Vor allem offensiv müssen wir da einfach mal gucken. Zum Beispiel den hier gleich mal. So. Aus denen wieder was zusammencraften. Ich weiß gar nicht, hatten wir jetzt hier noch eins? Ja, zwei Stück. Brauchen wir noch einen mehr. Gucken, ob wir dann noch einen haben. Ich darf immer nicht die Waffenzieher hier vergessen, aber da ist eh nur ein Damage-Stein drin. Sieht schlecht aus. Ein kleiner. Zwei kleine. So wie man das scheint, geht sich doch trotzdem in Saphir aus, oder? Pff, fehlt jetzt ein so ein Ministein. Oh.
kann ich ja meistens überhaupt nicht ab. Na gut. Also fehlt jetzt ein so ein kleiner Cyanid. Naja. Den kriegen wir auch noch irgendwo her später. So, und dann müssen wir mal hier noch reinschauen, ob wir noch einen, genau, normalen Amethysten haben. So, den noch dort rein und dann müssen wir mal gucken. Ja, hier geht sich auch noch was aus. Perfekt. So. Und nochmal ein geschliffener. Und hier ein strahlender Amethyst. Genau. So, hier vorne tun wir dann wieder die Steine rein. So, und dann müssen wir jetzt halt mal gucken, Crafting 2.0, was wir da denn dann so an Waffen nehmen. Die beiden sind erstmal noch einzuklüfen. Und dann muss ich mal gucken, was wir davon dann so benutzen können. Also bei den kleinen haben wir ja keine Auswahl. Hier ist Crit und Attack Speed drauf. Das ist okay. Das ist auch okay. Das ist auch halbwegs okay. Crit Schaden will man nicht unbedingt drauf haben. Und hier ist auch nochmal Attack Speed drauf. So. Jetzt suche ich mir im Prinzip die aus, wo ich sage, okay, die gefällt mir am besten. Das ist zum Beispiel die, die ist vom Schaden ganz gut. Also eigentlich sehr, also sind alle vier schlecht, davon jetzt mal abgesehen. Welche ich aber behalten möchte. Zum Beispiel die könnte Speed vererben und diese könnte Damage vererben. Das heißt, die anderen beiden sind nicht so wichtig. Die tue ich dann so rein und dann kriege ich eine legendäre Einhandwaffe mit drei vererbten Verzauberungen. So. Jetzt kann ich sagen, das sind alles mittelklassische Werte. Und dann kann ich mir die erste ja nochmal anschauen. Okay, es wurde der Attack Speed vererbt und diese drei. Ah nee, Quatsch, blau wird immer vererbt. Zweimal Attack Speed wurde vererbt und einmal Schaden. Schaden wurde vererbt, wurde aber auch nicht erhöht und Attack Speed wurde vererbt, wurde aber auch nicht krass erhöht. Also nur ein kleines bisschen. So, und da kann ich jetzt sagen, okay, die behalte ich oder das mache ich rückgängig. Ich weiß es nicht, können wir eigentlich auch behalten, von daher. Egal. Wie gesagt, normalerweise fängt man auch mit kleinen Waffen an, weil das bringt, Crafting 2.0 bringt jetzt nicht so krass viel, wenn man das nur so macht. Hab ja hier auch noch zwei schöne Äxte. Und diese würde ich dann zum Beispiel als erstes reinsetzen mit einer Kombination aus den anderen. Und dann guckt man halt rein, aha, ist es besser, ist es schlechter. Und dann, wenn nicht, macht man es halt wieder rückgängig. Genauso hier. Da wähle ich jetzt die besten Äxte aus. Zum Beispiel diese hier hat Schaden drauf und Crit. Und diese hier hat... welche nehmen wir denn da noch? Die hat halt nur Schaden drauf. Da ist die Chance relativ groß, dass nur Schaden vererbt wird. Probieren wir es einfach mal so. Und dann noch eine Kombination. Wir haben jetzt Waffenschaden dabei und Crit und nur Schaden dabei. Und hier... Waffenschaden und Crit. Also Crit-Schaden wollen wir auf keinen Fall dabei haben. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal noch die zwei mit hier rein.
Hä, wo kommt denn der Crit? Ach so, Crit-Schaden ist jetzt zufällig dazugekommen, ne? Vererbt wurde Crit und Schaden. Zweimal Crit und einmal Schaden. So, und die ist natürlich auch kacke. Das heißt, ich kann die jetzt wieder umkehren, wenn ich das möchte. Also man muss halt echt ein bisschen rumexperimentieren, weil die ist zum Beispiel vom Schaden her viel besser als die allein schon jetzt, ne? Das heißt, dann nehme ich lieber die für, vom Schaden her wieder zurück, die beiden. Und das könnte man natürlich jetzt auch so nochmal machen. Es ist ja nicht allzu teuer. Da würde ich aber die nochmal tauschen. Kann man natürlich nicht so einfach machen. Zack. Zack. So ungefähr würde ich die jetzt nochmal machen. Und die ist jetzt schon mal besser, ne? 420 bis 598. Sagen wir so, der eine Schaden ist relativ hoch. Der andere ist niedrig. Der eine Waffenschaden ist extrem niedrig. Und Crit ist ganz stabil. Und die können wir jetzt zum Beispiel lassen. Die können wir zum Beispiel erstmal stehen lassen, genau. Und die müsste man sich jetzt aufheben und sagen, okay, mit der geht's dann später weiter. Das sind halt echt so, ist schon ziemlich speziell, ne? Und auch hier viermal eine Hand, dann nehme ich natürlich hier mit 14,28, ist sehr hoher Attack Speed, und 14,58 ist auch ziemlich hoch. Und dann die beiden als letztes. Und jetzt kombiniere ich die. Und hier wurde im Prinzip Attack Speed und dreimal Leben vererbt. Hier war mal Leben drauf, da war mal Leben drauf und dort auch. So. Gefällt mir jetzt nicht so besonders. Ist zwar ganz nett für Defensiv, aber entweder ich möchte nur Attack Speed drauf oder ich möchte eine Defensive. Und so eine Kombination aus beiden, ich hätte jetzt halt wirklich eine gewollt, die richtig viel Dings hat. Jetzt kehre ich das wieder um und sage, okay, benutze ich beim nächsten Mal wieder das die Sache. So, und ansonsten haben wir hier vorne, können wir das erstmal noch hinzufügen, weil da ist paar Mal Crit drauf, das ist sehr nett. Hier ist auch paar Mal Crit drauf, können wir auch nach vorne ziehen. Und so muss ich jetzt halt die Items schon ein bisschen aufheben, und vor allem Gold braucht man auch viel. Ja. Naja, gut. Das wär's dann erstmal aus der Welt von Drakensang Online. Bis dahin, tschüss, euer Zardas.